Moin, moin und hallo, Chef. Moin, moin und hallo, Chef und T-Zeiler spielen FIFA 13 FC Schalke, das bin ich, gegen FC Bayern. Das keine Ahnung, was ihr zu. Du musst erstmal dein Trikot wählen, entweder heim, auswärts oder wahrscheinlich das Trikot. Das ist egal. Das ist vollkommen lax. Drück einfach A. Verzeiht Chef, er ist zwar der Boss, aber er hat keine Ahnung von FIFA. Er zockt das zum ersten Mal. Ich bin natürlich ein Veteran. Das sieht man daran, dass ich Schalke ausgewählt habe und du einfach planlos durch die Gegend läufst. Drück einfach Start. Verloren, oder? Ja, du verlierst. Geil. Fällt dir die Arena? Ich dachte, du wärst einfach mir. Nein, natürlich nicht. Wie schieße ich denn? Wahrscheinlich mit B. Ja, Alter. Ich bin PlayStation-Kid. Ja, das ist trotzdem gleich von der Knopfverteilung. Oh, der Holtby! Ach! Wie renn ich denn, Alter? Das mit ohne Scheiß. Der Taste hier. Okay. Das ist ein typischer Neuer, würde ich mal sagen. Das macht er gerne mal. Vorzugsweise in der Nationalmannschaft, das weiß man doch. Holtby am Ball. Ja, der Verfahren. Holtby am Ball. Nein! Was war das denn für ein Pass? Ja. Schau wieder aus. Ja. Grober Schnitzer war das. Das läuft überhaupt nicht gut für mich, oder? Nee, aber der Verfahren hat sich schon freigelaufen. Da ist das Danke. Tor! Und da ist das Tor! Ich würde dir gerne den Stinkefinger zeigen, aber ich lasse es sein. Ja, das würden die Zuschauer natürlich nicht gerne sehen. Obwohl würden sie wahrscheinlich doch, aber das darf man nicht. Oh, und wie der Huntelaar da super am Ball ist. Gomez auf Müller. Gomez wieder am Ball. Ich bin fast am Tor. Zu Ribéry. Und da geht der Höwedes dazwischen. Schade. Du kannst einen Knappen nicht einfach so aufhalten. Oh. Was war das denn? Was kannst du eigentlich, bitte? Ja, ich versuche über den Verfahren zu spielen. Das klappt gerade nicht. Oh, das läuft auch nicht gut. Wie der Kommentator sagte, Bastian Schweinsteiger, furchtbar, da passt. Wir hätten alles spielen können, aber Fußball ist echt. Du hast eingewiesen. Ja, das war mir scheißegal. Und der Verfahren. Guck dir an, wie die Verteidigung im Laufen haben. Und da ist das Tor! Und da ist das Tor! Das ist unfair, das ist ganz ehrlich. Das ist nicht unfair, das ist FIFA. Ja, erstens, du bist ein Xbox-Kind. Ja. Zweitens, kannst du Fußball spielen. Ja. Sieht man an meiner Figur natürlich. Sorry. Ich wollte nicht persönlich werden. Ich weiß, ich wurde aber persönlich. Ach, wie der Verfander am Kombinieren ist. Das ist einfach wunderschön. Und schon wieder ein Diss vom Kommentator gegen Bastian Schweinsteiger. Das ich höre ihm gar nicht mehr zu. Wie kann man dem Kommentator nicht zuhören? Das ist so. Und wieder läuft alles über Verfahren. Ich glaube, Verfahren macht es selbst. Macht das Verfahren selbst? Ja, er macht es selbst und falsch. Kackt. Aber Affeleib auch nicht gerade besser. Ach, der Jones. Den kannst du im Zweikampf nicht besiegen. Was ist eigentlich für FIFA gespielt? 13. 11, 12, 13. Ach, der Huntelaar. Ist nicht in Ordnung, aber dafür der Verfahren, der macht. Nein! Wieso macht er das nicht? Was soll das denn? Das war aber sehr untypisch für einen Neuer. Der Jones kriegt einfach alles. Ich will lieber so einen MMA-Fight machen mit dir. Im Strafraum. Ah, so viel Ballkontakt im 16-Meter-Raum. Und der Ball ist immer noch nicht drin. Aber ich muss auch sagen, 21. Minute, 2-0, FC Schalke, FC Bayern. Scheint wohl eine zweite Halbzeit, ne? Vergiss nicht. Ja, scheint wohl ein ausgeglichenes Spiel zu werden. Und der Jones schafft es nicht. Jetzt, und da ist er durch und schafft es im Nachschuss. Ein Tor, grandios, muss ich ja sagen. Der Finger kommt gleich. Das 3 zu 0 in der 24. Minute und du hast irgendwas gemacht, drück mal einfach B. Der Rote. Ja. Okay, jetzt spielen wir ein bisschen ernst. Ja. Genug Vorsprung hast du jetzt? Ja, natürlich. Ich habe eigentlich vorgenommen, dass ich
ich habe eigentlich vorgenommen, weil heute ja ein besonderer Tag ist. Ja, heute ist mein Geburtstag. Ja. Heute ist dein Geburtstag und trotzdem kriegst du aufs Maul. Deswegen lässt sich auch gewinnen, weil ich brauche das nicht. Ich brauche das heute. Das merkt man. Aber du weißt, nach diesem Spiel. Werden Freundschaften vorbei sein, ne? Ich juckt mich nicht, dass es Fußball. Ach, der Verfan wieder am Laufen ist. Ach, Affelei. Was soll das? Das ist Skill. Nee, das ist typisch Niederlande. Also jetzt nicht. Ich bin ja selber Niederlande, muss man ja dazu sagen. Ich darf das sagen. Natürlich. Nein, darfst du nicht. Natürlich. Wenn du so willst, ich bin selber ein. Wenn du so willst, ich bin selber ein Käskopf. Oh, der war ganz, ganz gut. Ja, unsere Fans schauen uns zu, lachen mich aus. Was soll das denn bitte? Wieso kriegt der Neustädter eine gelbe Karte? Ich hab noch nicht mal gewusst, dass Neustädter mitspielt. Warum kriegst du eine Ecke? Weil du den Ball ins Tor ausgeschlagen hast. Jetzt kriegst du zum Beispiel Abschluss. Ja, ich weiß, man muss dir Fußball nochmal erklären. Ja. Ich hab noch keinen Abseits, weil Abseits verstehe ich nicht. Ja, wenn du den Abseits nicht verstehst, dann pfeift. Dann pfeift der Schiedsrichter es auch gegen dich. Das ist doch logisch. Und da kommt der Jonas-Teil. Der macht das. Meine erste richtige Schlauchchance. Gegen die 36 im Tor, da kommt es einfach mal. Der hat da einen so gelben Pfeil. Ich glaube, das ist der Fauler. Ja, das ist der Neustädter gewesen. Ich muss sagen, dafür, dass es deine erste Partie FIFA ist. Ja, nicht unbedingt, das war PlayStation. Ja, aber PlayStation, also ich bitte dich. Da kommt der Fuchs. Und macht eine super Flanke auf den Neuer. Ich bin mir nicht sicher. Lass einfach mal drücken durch. Sag mal einfach drücken. Drück einfach. Vielleicht ist das ja ein Chaos-Knopf. Mach mal. Warte, ich mach eben ein Tor, das ist. Leg den Controller auf den Twitter und auf den Like-Button. Warte. Der Höwe ist erklärt wieder. Der Neustädter macht das nicht. Ich frag mich immer noch, warum der Neustädter überhaupt im Kader ist. Hast du so gemacht, oder? Das macht das automatisch. Nee, das macht er automatisch. Und soll ich einen Neustädter einsetzen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie du denkst. Ach, komm schon! Alter, das ist professionelles Abwehr. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Oder du hast es einfach nicht drauf, sorry. Okay, bei der nächsten übergebenen Torschance drücke ich den Chaos-Knopf. Und jetzt? Das darf doch nicht wahr sein. Oh nein. Das ist doch unfassbar. Man könnte fast meinen, dass du schon mal Fußball im Fernsehen geguckt hast. Das ist schon passiert. Guck mal, boah, verdammt. Mit dem Rahmen. Du könntest versuchen, ihm das Genick zu brechen. Ohne sein Genick ist er wehrlos. Wir sind hier nicht für Need for Speed, glaube ich. Kann man bei Need for Speed Menschen das Genick brechen? Nein, das ist schon ein bisschen unrealistisch, oder? Autos rammen dann erst einmal. Ja, aber du bist den Leuten ja nicht das Genick. Ich meine, das ist egal. Dann ist es schließlich ein Autorennen. Oh, was war das? Abseits? Das verstehe ich. Und wir drücken den Like-Button. Ich hab gewonnen. Du hast Abseits. Fast. Du hast Abseits. Immer noch nicht verstanden. 1000 Bonuspunkte oder sowas. Ja. Ja, und das war ein super Doppelpass zwischen Neuer und Huntelaar. Ich glaube, ja auch mal zeigen. Ja, ich glaube, Huntelaar denkt immer noch, dass Neuer im FC Schalke Dress spielt. Ist das nicht mehr so? Nee. Ach, Neuer, der Verräter oder so, hab ich mal gehört. Ja, ich möchte jetzt nicht genau auf den Judas eingehen. Ja, nein! Ja, nein! Ach, das ist doch... Ist das das erste Halbzeit gewesen? Ja. Also jetzt muss ich in die Richtung spielen, ne? Ganz genau. Und so leicht habe ich den Ball abnehmen können. Das ja, ist doch nicht schlimm. Du darfst ruhig ein bisschen Handicap haben. Ja. Ich habe doch kein Handicap. Doch, hast du immer. Ja, stimmt, ich habe Neustädter. Affelein. Nein, was spielt der hin? Das wollte ich doch gar nicht. Zum Papadopoulos. Der kriegt nicht nur Geld, nein, der kriegt auch die Bälle. Super, der Marte. Wenigstens im Spiel ist er gut. Macht das einen Unterschied, dass ich einen anderen Spieler habe als einen anderen? Keine Ahnung. Sind die Spieler einzeln auch irgendwie besser? Untereinander oder sind das alles nur Figürchen, die anders aussehen? Das sind
Spieler, die, wie du siehst, Huntelaar kann gut Tore schießen. Martin kann das nicht. Farfan kann schnell rennen. Dafür kann Huntelaar aussehen wie eine Ente, wenn er rennt. Das ist aber dann auch so schon programmiert. Ja, ja. Also ich soll schon gucken, mit wem ich vorrenne. Mit Abwehr zum Beispiel macht die eher Sinn. Und dann so ein Stürmer mit viel Schusskraft, der hat vorne mehr Vorteile. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen zu spät für ein FIFA-Tutorial. Ja, wir können ruhig darüber quatschen, das ist kein Problem. Ja. In der Zeit mache ich dich ein bisschen fertig. Ja, natürlich, vor allem weil ich wieder mit Huntelaar komme. Oder auch nicht. Hast gesehen, der hat schon keine Lust mehr gehabt zu laufen. Du siehst, wie realistisch das Spiel ist. Ach. Ist doch nicht realistisch. Neuer hat den Geil. Neuer hält den immer. Alter, Neuer war ein Schalker jetzt. Bitte. Ja, das ist recht.